Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmeuer und ich freue mich, dass du hier wieder in die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und anders zu handeln. Und in dieser Woche gibt es einen Teil 2 sozusagen zur Podcast Folge mit der großartigen Johanna Fritz 233 jetzt haben wir 234 und diese Folge heißt ich glaube nicht mehr alles was ich denke. Die Folge davor hieß du musst nicht alles glauben, was du denkst und dies ist quasi die Anschlussfolge. Und ich habe eine Geschichte für dich aus meinem Leben, die das ganze Thema ausgelöst hat. Ich habe fünf Gründe ja warum du wirklich nicht mehr glauben musst sollst, was du so denkst alles und ähm, am Ende dieser Podcast Folge gibt es natürlich immer wie ja wie auch immer eine ähm, eine Idee, ein, eine Inspiration von mir aus meinem Leben äh, wie ich das löse, dass ich nicht mehr alles glaube was ich denke, beziehungsweise wie ich da hinkomme. Also meine Art und Weise, es zu lösen. Vielleicht interessiert dich das ja, du weißt, das ist wie immer ein Angebot, wie auf einem großen Buffet. Du schaust, was passt zu dir, was möchtest du ausprobieren, was magst du nicht, was magst du. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du probierst, wenn du mit dabei bist. Und es geht sofort los mit dieser Geschichte, die diese beiden Podcast-Folgen quasi ausgelöst haben. Besonders diese hier. Und zwar ist es in der Tat ein paar Wochen her, da war ich mit einer ganz besonderen Person, bei einer besonderen Person in Paris. Ich war beim ähm, Retreat von Dr. Joey Dispenza in Paris, von und mit Dr. Joey Dispenza, Genau. Und ähm, da ging es halt auch viel um Mindset-Themen und all solche Sachen. Und ich habe mich äh, über das Thema Kaltduschen unterhalten. Für mich ganz ehrlich, eigentlich gar kein Thema gewesen bis zu diesem Zeitpunkt, weil alles, wo man oder wo ich mit Wasser in Berührung komme, wo ich äh, in Wasser reingehen soll, egal ob das die Dusche war oder ein Whirlpool oder ein äh, Schwimmbad, whatever, alles äh, unter 30 Grad, <laughs> habe ich immer gesagt, ist meiner nicht würdig. Ich bin eine echte Warmduscherin gewesen, kann ich heute sagen. Ähm, und so ging es um dieses Gespräch und äh, dass es, ähm, davon habe ich auch schon vorher gehört gehabt, dass es Menschen gibt, die morgens kalt duschen. So verrückt. Ähm, also zumindest nach dem Warm duschen, äh, Kalt duschen, Wechselduschen machen und so ein Gedöns, würde ich mal sagen. So Sachen machen. Ne? Und bis jetzt für mich völlig absurd, obwohl ähm, ich durchaus mir darüber bewusst gewesen bin, dass das eine sehr gesunde Sache ist. Es fördert den Stoffwechsel, es ist gut für die Haut und so weiter und so weiter. Ja. Und äh, für mich aber, wie gesagt, bis dato kein Thema, weil <laughs> geborene Warmduscherin. Ich liebe es. Äh, übrigens auch nach wie vor unter einer warmen, ja, ich möchte sogar fast sagen, heißen Dusche zu stehen. Das liebe ich einfach. So. Jetzt bin ich aber jemand, und das zieht sich sehr konsequent durch mein Leben durch. Ich urteile ungern über Dinge, die ich nicht wirklich ausprobiere. Ausprobiert habe. Mm, so bin ich übrigens damals auch zum Rauchen gekommen, aber das ist eine andere Story. Ähm, natürlich habe ich auch schon mal kalt geduscht, aber nichts, was ich äh, irgendwie auch nur über <laughs> zwei Tage hintereinander durchgezogen habe. So. Und dann habe ich gedacht, dann ziehst du das mal durch. Ja, wie gesagt, ist ja gesund, ist gut für den Stoffwechsel und solche Sachen. Und so kam es denn, dass ich mich äh, morgens dazu entschlossen hatte, unter einer schönen heißen Dusche, dass das der Tag wäre, um kalt duschen anzufangen. Und habe mich committed, dass ich das einfach mal durchziehe, über einen Zeitraum von zehn Tagen. So, und zwar durchziehen, um es wirklich durchzuhalten. Und so, kannst du dir vielleicht vorstellen, stand ich unter dieser heißen Dusche, also fühl dich gerne mal rein, wie das bei dir ist, wenn du schön... Duscht, weiß nicht, ob du heiß oder warm lieber duscht, du duscht schön und dann drehst du den Regler auf kalt. Erstmal, ne? du weißt schon kurz vorher, so uh, gleich wird es unangenehm. Und so war es natürlich auch bei mir. Und dann habe ich erstmal ordentlich laut losgequietscht. So richtig, das mache ich jetzt nicht, dann fallen dir wahrscheinlich die Ohren ab. Und in diesem Moment, wo ich das gemacht habe, kam erstens das kalte Wasser. <laughs> Und ich habe gequietscht, bevor das kalte Wasser war, kam. Das wurde mir hinterher bewusst. Ähm, aber es kam noch etwas. Es kam der Gedanke, wieso glaube ich eigentlich jetzt quietschen, kreischen zu müssen? Warum? Und das war ein Moment, und es gibt ja so Momente, die, die einfach alles ändern. Das kennst du vielleicht auch schon. Es gibt so Momente, wo es im Gehirn oder wo auch immer Klick macht und du verstehst etwas und ich habe mir diese Frage gestellt wieso glaube ich jetzt dass ich jetzt kreischen muss weil es gleich kalt wird oder weil es schon kalt ist und das fand ich total faszinierend und darum soll es in dieser Podcast Folge gehen denn ich habe in diesem Moment beschlossen dass ich gar nicht kreischen muss nur weil ich das glaube ich muss nicht glauben was ich denke ich habe halt gedacht ich muss jetzt kreischen nur weil ich es gedacht habe und ich habe es nicht getan dann beim nächsten Tag allerdings erst so ähm, denn ich habe mich daran erinnert dass es durchaus Momente gibt wo ich kalte Duschen echt liebe obwohl ich bis dato durch die Gegend gelaufen bin und immer gesagt habe nee nee alles unter 30 Grad ist nicht meins nämlich so wie wir es dieser Tage haben es ist draußen heiß selbst in Hannover haben wir um die 30 Grad und das haben wir ja nicht so oft hier, aber ab und zu haben wir das. Und wenn es warm ist oder wenn ich im Urlaub bin, wo es heiß ist, dann liebe ich es, mich kalt abzuduschen. Und dann kreische ich auch nicht, weil ich es einfach so schön finde. Und in diesem Moment war bei mir etwas Neues geboren, nenne ich jetzt es mal so. Denn ich habe beschlossen, dass ich das nicht nur aushalte und nicht kreische, sondern ich habe beschlossen, zu glauben und zu denken, dass ich das liebe, kalt zu duschen. Und ich mache das jetzt seit ein paar Monaten, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben Ende Juni 2023, im Februar war das, und ähm, seitdem dusche ich jeden Morgen kalt am Ende, also erst schön warm duschen <laughs> und dann dusche ich kalt, zwei, drei Minuten und ich lieb's, ich lieb's, und warum liebe ich's? weil ich es glaube, weil ich auch das, die passenden Gedanken dazu habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass es Situationen gibt, wo ich kalt duschen liebe und wo mir einfach bewusst geworden ist, ich muss gar nicht kreischen. Ich muss nicht kreischen. Also wir, wir reden ja wahrscheinlich über, ich habe keine Ahnung, wie kalt das Wasser ist. 15, 16 Grad, keine Ahnung, irgendwas in dem Dreh. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber es ist absolut erfrischend. <laughs> und darauf wollte ich hinaus das ist die geschichte vorher habe ich geglaubt alles unter 30 Grad und nochmal, mal hallo unter 30 Grad ja also selbst bei 28 Grad wir haben in Urlaub einen Pool der hat 28 Grad was ja echt kuschelig warm ist ja da bin ich nicht rein weil ist mir zu kalt ich gehe ja nur in was über 30 Grad heute kann ich darüber schmunzeln und es darf auch jeder das ist mir ganz wichtig ist darf auch jeder für sich selber beurteilen und einstufen. Aber das will du das nicht. Also wir müssen jetzt nicht alle kalt duschen. Also es geht jetzt nicht darum hier, ähm, dass das zu predigen und zu missionieren. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Es ist nur ein, finde ich, sehr schönes plakatives Beispiel. Denn ich liebe es seitdem zu duschen. Und es ist eine 180-Grad-Wendung, also kalt zu duschen. Genau, und das ist die Geschichte. Aber jetzt steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein. Ähm, wo wo kommt es denn her? Und warum... Warum muss das gar nicht sein? Und ich habe jetzt fünf Gründe für dich, wieso das nicht sein muss und wo es herkommt. Und der erste Grund dafür äh, ist sind negative Gedanken. Unsere Gedanken sind, <laughs> auch wenn uns das manchmal schwer fällt, nicht immer objektiv oder rational. In den seltensten Fällen denke ich, dass sie das sind, weil es schwingt ja immer eine Bewertung mit, immer unsere eigenen Erfahrungen, die wir bis dato gemacht haben, schwingen ja immer mit und oft tendieren wir diese Gedanken dazu, sich auf das Negative, auf das Unangenehme zu, zu fokussieren und zu konzentrieren und alle möglichen Gefahren und Probleme auszuloten und und ja in den Fokus zu stellen und zu, ja manchmal auch, wenn man ehrlich ist und wenn ich ehrlich bin, zu über zu betonen sagt man das so also wirklich so noch mal so den Regler noch mal aufzudrehen negative Gedanken ja, führen dadurch automatisch zu Ängsten, zu Zweifeln, zu Selbstzweifeln und einem, wenn man ehrlich ist, wenn ich ehrlich bin, wenn du ehrlich bist, zu einem verzerrten Blick auf die Realität, auf das, was wirklich ist, auf, auf, die, auf die Wahrheit sozusagen. Jetzt haben wir alle unsere eigene Wahrheit und die will ich auch niemandem absprechen, aber selbst innerhalb so der eigenen Realität, innerhalb der eigenen Wahrheit, kommt es genau dadurch, durch dieses Fokussieren des Unangenehmen, des Negativen, nach dem Ausschauhalten, nach dem Säbelzahntiger, kommt es einfach zu Verzerrung. Und dann werden Dinge anders bewertet. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, dass genau diese negativen, diese unangenehmen Gedanken ähm, nur vorübergehend sind. Auch das geht vorüber, sage ich immer. Und sie spiegeln nur bedingt. Die Wahrheit, die Realität, die Fakten wieder. Wie gesagt, jeder lebt in seiner eigenen Realität, in seiner eigenen Wahrheit, aber selbst die können wir uns gut verzerren. Und je nachdem, welche Perspektive man einnimmt oder du einnimmst, kriegst du eine andere Bewertung, ein anderes Geschmäckle. Und dieses, auch das geht vorüber, hilft dabei sich bewusst zu machen, dass das nur temporär ist. Hör dir dazu gerne mal meine Podcast Folge 125 an. Mehr Gelassenheit und Achtsamkeit für dein Leben, weil da erzähle ich eine Geschichte über einen Ring und einen, und diesen Satz auch das geht vorüber. Also hörst dir unbedingt an, das ist ganz spannend und mir hilft das so sehr, wenn ich so merke, oh, jetzt rutscht gerade meine Aufmerksamkeit auf den Säbelzahntiger, auf das unangenehme und sowas, dann mache ich mir immer wieder bewusst, auch das geht vorüber. Thema Kalt duschen, ja, dusche auf, auf, auf Kalt drehen und sich im Zweifel sagen, okay, ist gerade fucking kalt, aber auch das geht vorüber. Morgen fängt die nächste Dusche wieder warm an und ich dusche, wie gesagt, ich mache das zwei, drei Minuten, du kannst das ja auch zehn Sekunden anfangen oder wenn du es liebst, machst du es fünf Minuten oder wie auch immer, aber auch das geht vorüber. Ja, ist gerade kalt, ist vielleicht auch unangenehm. Aber es geht vorüber und es ist gut für deine Gesundheit, es ist gut für deinen Stoffwechsel, ist auch gut so für, für den Kopf einfach, um ihn frei zu kriegen und frisch und klar in den Tag zu starten oder ihn so zu beenden. Genau, das ist die erste Sache, negative Gedanken. Die zweite Sache sind, ist, das habe ich gerade schon angesprochen und die Punkte jetzt hier, die, die greifen ineinander über. Der zweite Punkt ist verzerrte Wahrnehmung. Unsere Gedanken können von ganz persönlichen Überzeugungen, Erfahrungen und Emotionen beeinflusst werden. Mehr noch, sie können nicht nur, sondern sie werden davon beeinflusst. Wie gesagt, ich glaube, in den allerseltensten Fällen sind wir wirklich ähm, objektiv unterwegs, sehen wir die Sachen ganz rational und wie sie wirklich sind. So. <laughs> Natürlich spielen die eigenen Überzeugungen, Erfahrungen, Glaubenssätze, Emotionen damit rein. Und. Dadurch kommt es zu einer verzerrten Wahrnehmung, so würde ich das nennen, der dessen, was wirklich ist. Unsere, unsere sogenannten Denkmuster, die Glaubenssätze beeinflussen ganz, ganz stark unsere Sichtweisen oder nicht nur beeinflussen, sondern sie, sie bilden, sie prägen unsere Sichtweisen und können uns entsprechend entweder beflügeln oder aber auch gerne mal blockieren, limitieren oder hindern andere Perspektiven einzunehmen oder vielleicht auch mal Informationen ranzuholen, die, die uns eine andere Perspektive geben, die uns einen anderen Blickwinkel geben, die andere Gedanken, andere Gefühle, andere Handlungen auslösen oder hinter sich herziehen. Und deswegen ist es super wichtig, kritisch, ganz kritisch zu hinterfragen, fundiert das, was ich gerade denke, auf wirklich Informationen und objektiven Beobachtung. Gibt es noch etwas, was ich nicht mit reinbeziehe? Oder ähm, beziehe ich zu viel Sachen mit rein, die hier gar nicht vielleicht hingehören? Also bei mir mit Sicherheit, <laughs> beim, jetzt ich muss ich ein bisschen drauf rumreiten, auf dem Thema Kaltduschen, da spielt ganz viel meine Kindheit mit rein. Kann ich mich super gut dran erinnern. Wir sind früher oft nach Frankreich gefahren und sind im Atlantikbaden gewesen. Und das war kalt und unangenehm. Und das spielt mit rein. Jetzt stürze ich mich ja nicht jeden Morgen in den Atlantik. Leider und ähm, ich habe die Möglichkeit, die Dusche warm aufzudrehen oder auch zu regulieren, wie kalt es ist. Aber auch hier spielt etwas mit rein, was meine Wahrnehmung verzerrt hat. Völlig normal machen wir alle, ist auch mit Sicherheit immer für irgendwas gut, hilft uns in ganz vielen Situationen. Aber einfach mal so ein Fragezeichen ranzumachen ist, glaube ich, eine gute Sache. Genau. Der dritte Grund, den ich hier anführen möchte. War eben auch schon genannt. Begrenztheit des Wissens. Ähm, jeder von uns hat nur eine begrenzte ähm, Wahrnehmung von dieser Welt. Also keiner von uns weiß alles, geht gar nicht. Also bei dem, was, was es heute alles zu wissen gibt, bei dem, was täglich an neuen Informationen hinzukommt, können wir nicht alles kennen. Es ist alles begrenzt das ist auch gut so. Sonst keine Ahnung, das würde unser Gehirn sprengen, vermutlich. Ähm, aber das, was wir wissen, unsere Erfahrungen und Informationen, die sind definitiv lückenhaft oder sogar fehlerhaft. Ja, das ist auch nichts Schlimmes, passiert den Besten von uns und ist einfach der Sache geschuldet, dass so viel los ist. Ja, also, genau. Und deswegen kommt es dazu, dass, dass ich, dass du, wir etwas glauben, weil es uns logisch erscheint. Ja, weil es vielleicht schon unsere Eltern so erzählt haben, weil es uns die, die wundervolle Grundschullehrerin so vermittelt hat, weil wir es schon immer so erleben. Also ich kenne einige Menschen und ich habe hier so eine bestimmte Person vor Augen, die immer wieder behauptet, das ist doch logisch. Das sind doch Fakten. Das ist doch die Wahrheit. Und ja, das ist genau die Wahrheit dieser Person. Und das ist auch in Ordnung und auch richtig. Aber es ist halt nur eine Wahrheit. Nämlich die dieser Person. Und es gibt nicht die eine Wahrheit, die für alle gilt. Ja, das, das gibt's nicht. Wir alle nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Wir alle bringen unterschiedliche Erfahrungen mit. Wir alle sind in unterschiedlichen Situationen. Und deswegen kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das kennst du vielleicht, dass du zwei, drei Menschen hast, die auf der gleichen Party waren, auf dem gleichen Konzert oder auf einer gleichen Veranstaltung. Und hinterher erzählen dir diese Menschen davon und du denkst so, äh? <laughs> Wart ihr auf der gleichen Veranstaltung? Ähm, und genauso ist es ganz allgemein mit der Wahrheit. Genau. Und es kann also sein, dass wichtige Informationen fehlen und dass unsere Annahmen, das, was wir annehmen über diese Situation, über das, was wir denken, einfach falsch ist. Lückenhaft und oder falsch. Und deswegen ist es einfach auch hier wichtig, offen zu sein und, und sich zu. Auch immer wieder zu fragen, weiß ich das, was relevant ist? Gibt es Informationen, die ich nicht habe, warum auch immer, die mir nicht zugänglich waren, für die ich nicht zugänglich war? Und das da einfach auch hier wieder so ein Fragezeichen dran machen, bevor, bevor du etwas völlig bedingungslos glaubst. Also meine Lieblingsfrage ist an dieser Stelle immer gerne, die stelle ich mir wirklich selber, wenn ich merke so, okay, ich stelle jetzt was so wie in Stein gemeißelt hin. Und, und merke aber, das blockiert mich, hindert mich, dann frage ich mich immer so, ist das wirklich so oder glaube ich das jetzt nur so? Ist das so? Ist das immer so? <laughs> Denken das alle anderen so? Also so diese Frage, die stelle ich mir da mal total gerne. Und meistens sagt das Unterbewusstsein mir zumindest sofort, mehr oder weniger leise, nein, nein, du weißt nicht alles. Mach die Augen auf, mach die Ohren auf. Ja, fühl mal rein, was da sonst noch ist, frag andere Menschen, frag dich selber, ja, mach einen Schritt beiseite und, und schau nochmal genau hin, <laughs> genau. Die vierte Sache ist, sind, äh, ist, sind hm, innere Widersprüche. Oft, ganz oft, ganz, 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 ganz oft, <laughs> behaupte ich mal so, haben wir... Menschen, ganz allgemein, widersprüchliche Gedanken und Überzeugungen. Also ich kenne das von mir. Ja, jetzt sehen wir wieder das Beispiel mit dem Duschen. Das ist mir zwar jetzt bis vor kurzem nicht bewusst gewesen, aber da habe ich unbewusst auf jeden Fall einen Widerspruch gehabt. Auf der einen Seite dieses so boah, ist fucking kalt und ich will das nicht. Und es ist unangenehm, da bleibt mir die Luft weg. Und dann friere ich hinterher. Und auf der anderen Seite dieses so, oh, es ist so fresh und es tut gut, und ach, danach bin ich viel klarer und es geht mir gut und ich habe mehr Energie, das lief bei mir komplett unbewusst ab, weil ne, diese eine Situation, es ist kalt, Atlantik, und dieses andere, wow, oh, es ist super erfrischend, weil es sind draußen 30 Grad. <laughs> genau. Und genau durch diese innerlichen Widersprüche, diese zwei Arten, manchmal sogar mehr Arten wahrscheinlich, über etwas zu denken, das können Emotionen ähm, auslösen die widersprüchlich auch wieder sind. Das können, kann dadurch total uns beeinflussen, auch durch so persönliche Vorlieben und auch Vorurteile. Das alles kann extrem widersprüchlich sein, unbewusst in uns drin. Und das ist dann so dieses Gefühl, dass man zwischen den Stühlen sitzt. Das führt einfach auch da in der Konsequenz dazu, dass wir weder objektiv noch rational denken. Also natürlich, ganz ehrlich nach wie vor. Ich liebe es warm zu duschen. Das entspannt die Muskulatur auch und es gibt so ein kuscheliges Gefühl und macht so ein bisschen ja einfach wohlig, würde ich mal sagen. Ne? So und ähm, auch hier wieder. Es ist super wichtig, die eigenen Gedanken zu hinterfragen und sich selbst zu beobachten und ganz kritisch zu prüfen, ob es überhaupt Widersprüche gibt. Also, auch hier sich selber wahrzunehmen. Was denke ich denn? Was fühle ich denn? Wie handle ich überhaupt? Also, sich selber achtsam zu sein, ist so wichtig, um diese Widersprüche erstmal aufdecken zu können. Oft ist an der Oberfläche eine Sache da: Unter 30 Grad gehe ich in kein Wasser rein. <laughs> so, das war an der Oberfläche, das war klar, das war bewusst, das kannte ich. Das habe ich mir auch oft genug selber erzählt, die Geschichte. Und. Einfach mal hier sich selber zu beobachten. Das fällt mir gerade eine andere Geschichte noch ein. Ähm, das habe ich noch nicht für mich aufgelöst, will ich aber auch aktuell gar nicht. Aber allein dadurch, dass es mir bewusst ist, könnte ich es jetzt lösen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ich ins Kino gehe, Solange ich noch zu Hause bin, denke ich so, heute esse ich kein Popcorn. Ja, Also heute esse ich kein Popcorn. Ich hole mir ein Getränk und ich nehme mir vielleicht noch einen Apfel mit oder irgendwas anderes, was so ein bisschen gesünder ist. Aber heute esse ich kein Popcorn. Und dann komme ich ins Kino und habe dieses Ganze in diesem Kino riecht so besonders: dann dieser Popcorngeruch da, dann riecht es nach Nachos und ne, das wird dunkel und dann essen die anderen ihr Eis und so. Und ich mit einmal sitze ich da und vor mir, wie aus Geisterhand aufgetaucht, ist Popcorn. <laughs> Und auch hier darf man sich einfach mal fragen: Muss ich das wirklich tun? Muss ich nur weil ich glaube, ich gehe ins Kino, da gehört Popcorn dazu, das auch machen? Nein, muss ich nicht. Ich mache es im Augenblick noch. Aber allein dadurch, dass ich das für mich identifiziert erkannt habe, auch hier wieder ein Widerspruch, ne? Es ist super, super äh, gemütlich und hat ähm, das ist irgendwie so auch so ein bisschen, wie nennt man das kultig, im Kino Popcorn zu essen. Und der andere, die andere Seite ist, ist, es ganz ehrlich, zucker pur. <laughs> es tut mir überhaupt nicht gut. Mir ist auch jedes Mal schlecht, wenn ich so viel Popcorn gegessen habe. Ich finde dann auch immer kein Ende. Ja, aber das, der zweite Teil war bis jetzt unbewusst unterwegs, dieser Widerspruch. Und jetzt könnte ich ihn lösen. Genau. Einfach nur, weil ich mich selber beobachte. Die letzte Sache ist Glaubenssätze ähm, oder automatische Gedanken. <laughs> das ist das, wieso wir glauben, dass wir. Glauben sollen, was wir denken. So, jetzt habe ich es genau. Denn viele unserer Gedanken sind automatisch und ja, wie ja, reflexartig. Ne? Also, Glaubenssätze, automatische Gedanken ist für mich so das Gleiche. Kannst du dir aussuchen, was du denkst? Und äh, sie, in der Regel beruhen Glaubenssätze auf ähm, ganz un, ja, unbewussten Annahmen. Also, Glaubenssätze laufen in der Regel komplett im Unbewusstsein ab. Also 95 Prozent am Tag weißt du so sind wir unbewusst und da glauben wir oder denken wir die Dinge, die wir so denken, wie wir sind, wie diese Welt ist, wie wir in dieser Welt sind, das, was wir glauben über uns und diese Welt. Und ähm, das läuft halt unbewusst ab. Das ist das Problem. Und ähm, ja, das ruht halt auf unbewussten Annahmen oder ja auch Vorurteilen oder Sachen, die wir in frühester Kindheit uns mal ausgedacht haben, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Und ja, früher war das gut. Mir ist jeder Glaubenssatz, den du hast, der ist, den hast du dir mal kreiert, erschaffen, weil er für dich gut war, auch wenn er heute vielleicht dir gar nicht mehr gut tut, aber früher als Kind. Als du den gebildet hast, man geht davon aus, dass Glaubenssätze so bis zum siebten, achten Lebensjahr ähm, gebildet werden und danach sich einfach, in Anführungsstrichen nur noch verstärken. Aber damals war es gut für dich, was auch immer das von Glaubenssatz war. Ähm, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht wertvoll. Auch diese Glaubenssätze waren mal für was gut, weil sie haben dich dazu ähm, befähigt, Dinge zu tun, damit, dieser, damit es halt nicht so ist, damit du geliebt wirst, damit du Anerkennung bekommst oder whatever. Genau. Und damals war es gut. Und das Gute daran heute ist, dass du sie auch wieder verändern kannst. Das ist ja wie eine Programmierung im Gehirn, das hört sich immer ein bisschen komisch an, Programmierung, das weiß ich, aber unser Gehirn ist ja im Prinzip wie ein extremst leistungsfähiger Computer, also so ein, wie es hier auf dieser Welt noch nicht gibt und wahrscheinlich, glaube ich persönlich, zumindest auch nie geben wird, auch wenn die KI in großen Schritten im Augenblick ähm, ja nicht nur Anlauf nimmt, sondern dabei ist. Um, aber du kannst das verändern. Und automatische Gedanken, wie gesagt, können auf, auf Vorurteilen, auf Vorannahmen oder auf voreiligen Schlüssen beruhen und auch dazu führen. Und um, auch hier wieder ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, was du denn da so denkst, was du denn da so glaubst. Und um, dass nicht alle Glaubenssätze wahr und hilfreich sind. Also zumindest heute nicht mehr. Waren sie irgendwann mal? Heute nicht mehr. Und du darfst sie verändern. Ich rate immer dringend davon ab, sie abzuschaffen, weil möglicherweise, eventuell vielleicht, gibt es in der Zukunft Situationen, wo dir selbst der sperrigste, zumindest so wie es dir jetzt erscheint, limitierendste, blockierendste Glaubenssatz doch ähnlich sein könnte. Eventuell vielleicht. Und wie hat meine Oma immer gesagt, lieber, lieber haben als brauchen. Und deswegen. Ich mag es nicht, wenn Glaubenssätze abgeschafft werden. Ich finde es viel schöner, sie zu verändern, neue Glaubenssätze zu erschaffen, die aktiv sind. Und die alten Glaubenssätze, die, wie gesagt, mal sehr dienlich war, ganz liebevoll, ja, vielleicht zu parken, ganz liebevoll ähm, zu deaktivieren, immer mit dem Wissen, hey. Vielleicht brauche ich dich irgendwann mal. Also mit ganz viel Wertschätzung auch daran zu gehen. Nochmal, egal wie limitierend oder blockierend es dir im Augenblick vorkommt. Genau. Und äh, auch hier einfach mal bewusst werden. Was denke ich denn so? Was glaube ich denn so? Ähm, und dann zu überprüfen. Muss das so sein? Muss ich kreischen, wenn ich unter einer kalten Dusche stehe? Ist auch ein Glaubenssatz. Hm, vielleicht mehr oder weniger banal, weiß ich nicht. Das darf wieder jeder für sich ähm, selber beurteilen. Jetzt ist nichts, was schwerwiegend war in meinem Leben, aber ich muss schon sagen, meine Lebensqualität ist, seitdem ich das nicht mehr glaube und deswegen ist auch sogar, ja, nicht nur Aushalte kalt zu duschen, sondern sogar Liebe kalt zu duschen, ist meine Lebensqualität definitiv gestiegen. Also mein Körper freut sich darüber. Ich merke das an meiner Haut. Ich merke, dass ich morgens, wenn ich das gemacht habe, viel frischer im Kopf bin. Ne? Also da geht noch was, würde ich mal sagen. So, und äh, deswegen auch hier, ne? Fragezeichen dran machen, beziehungsweise, jetzt komme ich schon so ein bisschen, bisschen zum Ende, ähm, einfach überprüfen, wahrnehmen vorher, wahrnehmen, was glaube ich denn überhaupt, wahrnehmen, was denke ich denn überhaupt. Und das ist so, 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 so wichtig, eine gewisse Distanz zu den eigenen Gedanken zu bekommen zwischendurch mal, zu wahren und sie halt nicht bedingungslos zu akzeptieren, so viele Menschen da draußen glauben, dass sie glauben müssen, was sie glauben. Ja, die, die haben noch nicht mal eine Ahnung davon, dass sie das nicht tun müssen. So, das ist so, ich glaube, viele denken einfach, dass es, dass es sie denkt. Nicht, dass sie das selber sind, sondern dass es sie denkt. Das ist doch so. Ich, also ich höre das so oft, diesen Spruch. Ja, ich muss das ja so denken. Da kann ich ja nichts dafür. Doch, es sind ja deine Gedanken. Die, die erschaffst du dir, unbewusst, ja. Aber wenn du ins Bewusstsein, wenn du sie ins Bewusstsein bringst, kannst du auch was anderes denken. Kritisches Denken, Reflexion und Offenheit für, für Neues, für andere Perspektiven, können, können dir eine andere Sicht auf die Welt schenken. Kannst du dir schenken. Und äh, kannst dich dadurch von negativen, von blockierenden, limitierenden, verzerrenden Denkmustern, Glaubenssätzen befreien, wirklich befreien um dann andere Dinge tun zu können, um ein anderes Leben führen zu können, um glücklicher und zufriedener zu sein. Deswegen ist es ratsam, kritisch zu denken, verschiedene Perspektiven einzunehmen, zu berüchtigen, Informationen ganz sorgfältig zu überprüfen, neue Informationen ranzuholen, bevor du etwas bedingungslos glaubst, weiter glaubst, einfach weil du es schon immer so geglaubt hast, weil vielleicht deine Eltern es schon so geglaubt haben oder du glaubst, dass die Welt es so glaubt oder dass du es so glauben musst, weil die Welt es so glaubt. Und indem du dir bewusst wirst, dass deine Gedanken nicht immer objektiv, nicht immer vollständig sind, verzerrt sind, einfach alt sind, dann kannst du, wenn du dir bewusst bist, kannst du anfangen zu vermeiden, irreführende Überzeugungen weiterzuführen, ihnen zu unterliegen und schaffst so eine wirklich bessere Grundlage für andere Entscheidungen. Andere, andere, wirklich andere Entscheidungen und Einschätzungen, um ein anderes Leben zu führen. Das, was du führen möchtest, was für dich optimal ist, was immer das ist. Also, mein Fazit. Ich muss nicht alles glauben, was ich denke. <laughs> und ich kann beschließen, genau so zu denken, zu fühlen und zu handeln, wie es für mich gut ist, damit ich an meine Ziele komme, damit ich meine Träume wahr werden lasse, damit sich meine Wünsche erfüllen können, weil ich sie mir erfülle. Und jetzt kommt das Letzte, was ich gesagt habe. Ich beobachte mich selber. Das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Ich beobachte mich sehr genau selber mittlerweile. Und immer wenn ich merke, es wird strubbelig, immer wenn ich merke, da läuft was nicht so, wie ich es gerne hätte, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich, ähm, dann frage ich mich, also ich beobachte es, ich frage mich, was denke ich, ich frage mich, was glaube ich, mache ein Fragezeichen dran und dann. Und das ist der Game Changer für mich gewesen. Ich frage mich, was muss ich denken, damit ich glaube, was mich an mein Ziel bringt? Was muss ich denken, damit ich glaube, was mich an mein Ziel bringt? Und so mache ich das. Es funktioniert leider nicht immer, aber ich bin auf einem guten Weg und vielleicht sagst du: hey, coole Sache, probiere ich auch mal aus. Genau. Das war's schon. Also ich habe für mich beschlossen, wirklich, ich glaube nicht mehr alles, was ich denke. Ich schaue mir an, was ich denke. Ich darf alles denken, was ich will. Manchmal mache ich echt crazy shit und denke einfach mal Dinge, die, wo ich vorher denke, so, boah, mega absurd, total crazy. Aber ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich das denke. Ich erlaube es mir. Und dann schaue ich mal, was passiert. Was fühle ich? Was denke ich? Was glaube ich? Welche Handlungen kommen dadurch oder vielleicht, was möchte ich machen? Heißt ja auch nicht, dass ich immer alles umsetze dann. Aber einfach mal sich das zu erlauben. Sich einen Moment zu nehmen und mal crazy shit zu denken. <laughs> genau. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat dich inspiriert, das mal auszuprobieren. Vielleicht machst du halt auch einen Tag, wo du denkst, okay, heute, heute mal, einfach für einen Tag, ähm, glaube ich nicht mehr alles, was ich denke. Oder ich schaue mir mal an, was ich denke. Genau. In diesem Sinne sage ich dir vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ähm, vielleicht nimmst du dir ein bisschen zeit um diesen podcast bei itunes zu bewerten mit fünf sternen schreib auch gerne eine rezension das hilft mir den podcast zu optimieren damit er dir noch besser gefällt es hilft aber auch anderen leuten diesen podcast zu finden um dann mit mir mit dir mit unseren herausforderungen zu wachsen zu lernen und zu handeln das würde ich mir sehr wünschen das würde mich sehr unterstützen damit dieser podcast wie gesagt leichter gefunden wird und ich sag mal, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag, fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit mit oder ohne Kalt duschen. Und bleib auf jeden Fall gesund, munter und fröhlich. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.